So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past und Wissen schützt vor Blindheit nicht. Ich habe jetzt doch geschaut, wie man weiterkommt, also entweder mit dem Enterhaken oder mit dem Hammer. Mit dem Enterhaken hätte man hier auf dieser Stelle rechts, wo die Brücke wäre, also da, wo der Weg von der Kathedrale weitergeht, ne? In Luftlinie weiter, kann man sich mit dem Enterhaken über den Fluss ziehen, von der rechten zur linken Seite hin. Oder aber, und an der Stelle, ja, waren wir schon mal, wo ich gesagt habe, da braucht man das Kraftarmband, ist nur so die Halbwahrheit. Man braucht das Kraftarmband, wenn man von Süden kommen möchte. Ja, von Norden ist das eine andere Sache, da reicht der Hammer. Und ich habe nicht gesehen, dass da so Blöcke waren, die man hätte niederhammern können. Von dem her, ja, extreme Betriebsblindheit von mir oder so, ich weiß es nicht. Jetzt muss ich den Weg halt noch hinfinden. Wir können nochmal so einen Pilz mitnehmen, oder? Yay! Haben wir jetzt zwei? Nee. Na gut. Komm, wir kreuzen Klingen. Meine ist länger. Nein, 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 nein. Der klaut einem Sachen, wenn er einen rammt. So, und ich glaube, hier ist es dann. Ja, wenn man hier durchgeht. Ja, Anfängerfehler oder so, ich weiß es nicht. Hier, ne, plopp, plopp, plopp. Und dann kann man diesen Stein hochheben und doch in die Schattenwelt. Also bleibt Dungeon 3, Dungeon 3. Und wir sind jetzt auf der linken Seite des Schattens. Genau, genau, relativ schnell zu Dungeon 4. Ich glaube, den können wir auch sogar... Ich glaube, man kann die Dungeons auch in nicht chronologischer Order machen. Aber mir ist es eigentlich egal. Ja, toll. Oh. Ja, aber die Fee will nicht zu mir, ne? Kann ich verstehen. Oder? Ja. Boah, die wird sich, die hat sich was aufgelöst. Ach, die Musik ist toll. So, die Besonderheit dieses Dungeons war es, glaube ich, dass er verschiedene Eingänge hat. Der Wald ist jetzt auch viel, naja, durchschaubarer. Dadurch, dass er so tot ist. Die, ja, Baumstämme sind jetzt Knochen. Gerippe. Sieht nicht ganz so einladend aus. Na danke. Wow. Na danke. So, die Frage ist, wie man auf die anderen Seiten kommt. Die Antwort dazu ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir können auch raus aus dem Wald. Das würde uns zu den Holzfällern führen. Und... Und hier gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel. Warum hier Holzblöcke sind, ich habe keine Ahnung. Shop ist hier. Kein... Ja, okay, keine Ahnung, warum man... Warum die Schilde verkaufen. Oh, da ist ein Herzteil. Kommen wir da schon hin? Es findet derjenige ein Herzteil, der den Umhang trägt. Welchen Umhang? Den Unsichtbarkeit... Oh, den Unsichtbarkeits... Oh Gott! Das Vieh ist gefährlich. Sehr gefährlich sogar.
Und dass ihr auch über mehrere Ebenen schießen könnt, finde ich hart unfair. Aber mit dem Herzteil hätten wir einen neuen Container. Was für ein Umhang. Na toll, ich Idiot. Hier können wir uns rüberziehen. Okay, aber hier ist das Problem. Ach so, es gibt glaube ich einen Umhang, der lässt einen dann hier durchgehen. Durch diese Dinger. Okay, also kommen wir leider noch nicht ans Herzteil. Sad. Lass mal die Dinos in Ruhe. Gut, ich lenke hier voll vom Gebiet ab. Wir müssen in den Wald. Sollten in den Wald. Können in den Wald. Und brauchen Herzen. Sehr viele. Das ist nicht zu... Damit es nicht zu Herzen. Ich verspüre Schmerzen. 8 Bomben. Das ist nicht gerade wenig. Frag mich echt, wie wir da noch auf die linke Seite kommen. Ach komm. Man muss von oben kommen. Interessant. Wir kommen ja nirgends durch. Aber ihr seht, da links ist so eine Fresse, die hat die Fresse offen. Da wird man dann... in Dungeon reinkommen von der anderen Seite. Und rechts war gerade auch noch zu sehen, so eine Fresse. Ich zweifle gerade daran, wo der Eingang ist. Also links unten. Da kamen wir ganz her. Hier gibt es keinen Durchgang. Also müssen wir doch von der anderen Seite in den Wald rein. Oder wie, oder was, oder wann. Ja, scheinbar schon. Okay, oder? Von hier oben? Nee, da ist dicht. Und da ist doch eine kleine Wespe drin, Mann. Nein! Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich, ich war voll am Zweifeln, ob ich gerade sprinten soll oder wahrscheinlich. Oh boy. Na, eigentlich kann mir schon einer von den Leuten hier einen Freitod geben. Ich glaube, eine Feenquelle werde ich nicht finden. Und mich stört das Geräusch. Wo geht's denn hier lang? Ach so, das ist der Weg, aber normal nach... Ja, okay. Also bin ich voll den Umweg gegangen. Ja, toll. Der springt durch meine Klinge durch. Also über meine Klinge drüber. Na gut, Fee. Piep, piep. Da kann ich ja jetzt doch zu dubiosen Händlern gehen und rotes Elixier kaufen. Hm.
Ja. Ja. Aus dir hätte eine Fee werden können. Du Scheißer. Das ist die Frage. Kann man da drüber springen? Oder, ja, springen, rennen, laufen. Irgendwie. So, und hier haben wir trotzdem noch das Loch. Also, der Dungeon hat wirklich verschiedenste Eingänge. Das ist die Frage, über welchen wir reingehen sollen. Erstmal hier den. Ja, und hier sind Mumien. Die muss man, glaube ich, anzünden oder so. Oder kann man? Moment, wir nehmen mal... Nein. Ach so, die gibt's auch noch, die Viecher. Okay, und andere nervige, tolle Eigenschaft des Dungeons ist es. Also mal abgesehen davon, dass sie die Hände haben und Co. Ich glaube, die Mumien machen super viel Schaden. Oh Gott, hier sind mehrere Hände. Weil eine nicht reicht. Ja, man kann auch hier so geheime Gänge finden. Ich glaube, die Hände waren noch überall. Immer mal ein Speicher mal generell. Also in jedem Raum muss man stets in Bewegung bleiben. Oh. Na, das ist doch schon mal erfreulich. Jetzt können wir links oben im Wald sein, ne? Ich glaube schon. Ja, und vielleicht ist da ganz links der Boss. Maybe. Aha, okay, mitten im Dungeon. Ich glaube, den Dungeon fand ich echt am allerschlimmsten von allen. Ja, ich glaube, es kommt eine unendliche Anzahl an Händen runter. So, wir könnten auf Sterne treten. Bringt gar nichts. Nice. Wir hätten auch noch natürlich über den anderen Eingang rein können. Und über den ganz anderen Eingang. Ich weiß selber nicht, welcher Eingang jetzt zu bevorzugen ist. Und ihr könnt mir gerne mehr Herzen droppen. Wieso hat er gerade einen Schlag mehr ausgehalten als die anderen? Okay. Leben. Das ist erfreulich. Und eine Wand, die man sprengen kann. Das ist ebenfalls erfreulich. Ich höre noch kein Geräusch. Sind die doch nicht in jedem Raum? Das ist nicht erfreulich. Das ist erfreulich.
Ah, das war unser Rückweg. Verdammt. Moment. Oh. Okay. Wir machen das da trotzdem. Es gibt nur Magie. Oh, man kann... Man kann so lang? Oh, ist das Dungeon-Item schon? Okay. Also, wenn man ins Loch fällt, dann Dungeon-Item. Alles klar. Das hier ist, glaube ich, der Haupteingang dann. Das Ding geht auch nur an den Schädeln lang und dann... Haha, ausgetrickst. Du Idiot. Okay, wir haben schon mal die Karte für diesen unglaublich strangen Dungeon. Ja, links oben wird der Boss sein. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ah. Wir können hier rein. Also ich bin hier super oft gestorben, soweit ich weiß. Auf der Gameboy-Version. Und ganz ehrlich, guckt euch die Scheiße an. Ja, ist eigentlich egal, ob wir den killen oder nicht. Die Hand kommt ja eh wieder runter. So, jetzt haben wir kurz Zeit, um uns dieser Gegner anzunehmen. Also, die haben auf jeden Fall dann eine Schwäche fürs Dungeon-Item, die Mumien. Nochmal einen Schlüssel. Komm runter, Hand. So, das war jetzt der. Vielleicht müssen wir alle Gegner besiegen. Oder halt doch. Ich glaube, ich habe es damals auch ohne Ton gezockt. Da habe ich das meiste ohne Ton gezockt. Ja, wir haben wieder Magie. Haha. Okay, aber... Wir haben keine Ahnung, wie die Tür da unten aufgeht. Warte mal, wenn wir die Karte öffnen... Na gut, wir könnten über den Raum da links, naja, wieder hier reinkommen. Also, ach, und das war's wieder mit unserer Magie. Ah, und für noch längere Zeit. Schade eigentlich. Hier sind keine Hände? Och Mann! Verschwinde. Für mein Herz. Zurück. Ja, wir kriegen den Key wieder zurück. Und hier sind... Oh, hier sind doch Hände! Na gut. Ich glaube, wir sind in die Falle gelaufen. Und, ah ja, wir machen mal hier den Part zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Moment. Ciao.